Zeit vorbei ist, herzlich willkommen zum neuen Video auf unserem Kanal. Ich hoffe, ihr haltet es nicht allzu doll. Aber bevor das Video losgeht, heute öffnen wir ein komplettes Display der brandneuen Matchstick-Sammelkarten von Topps, die heute rauskommen. Also heute ist Erstverkaufstag, gleich komplettes Display rausgehauen. Aber vorher wollte ich euch noch sagen, schaffen wir die 300 Likes. 300 Likes am besten in der ersten 1-2 Wochen. Wenn wir das schaffen, verlose ich original unterschriebene Matchstick-Karten von der neuen Saison. Also 300 Likes, smash den Like-Button, kostet nichts, dauert nur eine Sekunde und abonnieren nicht vergessen, falls ihr neu seid, das sowieso. Und jetzt viel Spaß beim brandneuen Video. So Leute, und hier ist das Video, auf das ihr alle gewartet habt, das Display-Opening, das erste Display-Opening der neuen Saison. Hier haben wir ein Display der 10er-Päckchen, die sind weiß und die 5er-Päckchen sind heute schwarz. Also falls ihr das Video von gestern noch nicht gesehen habt, gestern haben wir bereits 6 Päckchen geöffnet der brandneuen Karten von den 10er Päckchen. Das andere Display ist noch unberührt. Wir schauen rein, hier sehen wir Päckchen bis zum Anschlag. Also da sind 50 Päckchen drin, die werden wir heute alle öffnen. Die 10er Päckchen legen wir heute nochmal zur Seite, dazu werden andere Videos kommen. Wahrscheinlich wird am Wochenende nochmal ein Pack-Opening kommen. Und natürlich werden auch so bald wie möglich, wird bald schon in der Bundesliga wieder anfangen, unsere Bundesliga-Prognose mit Hilfe von Matchstick-Karten. Dafür werde ich die 10er-Päckchen auch benutzen. Deswegen, das kommt ein bisschen zur Seite, ist aber im Hintergrund zu sehen noch, ist auf jeden Fall eine nice Sache. Und hier haben wir unser 5er-Päckchen-Display. Wie gesagt, 50 Päckchen mit jeweils 5 Karten drin, 250 insgesamt. Also, wie man es erwartet ist und gewöhnt ist. An der Stelle auch ein großes Dankeschön an Topps, die das Ganze erst ermöglicht haben. Heute ist Erstverkaufstag, gestern konnten wir bereits die Karten schon öffnen und wenn wir die Karten nicht schon früher gehabt hätten, wäre wahrscheinlich ein Display-Opening so früh am Release-Tag auch nicht möglich gewesen. An der Stelle also großes Dankeschön an Topps. Ja, damit, die haben uns die Karten geschickt, beziehungsweise gegeben, damit wir euch die Karten so gut wie möglich präsentieren können. Und ihr könnt hier natürlich neben den Päckchen, die ihr wahrscheinlich, ich gehe einfach davon aus, viele von euch haben sowieso schon die ersten Päckchen geöffnet. Viele sind heiß davon, seit Wochen bekomme ich Nachrichten, weißt du was Neues. Und jetzt ist es endlich soweit. Ich würde sagen, wir beginnen auch gleich mal. Ich mache hier, baue hier das schön auf. Wir haben hier die 18 Bundesliga-Teams, hier oben die Top 6. Dann geht es hier weiter in der Tabelle und dann geht es hier weiter in der Tabelle. Finde ich nice gemacht. Alle Bundesliga-Teams, so sieht es auch nice aus. So, außerdem, was noch zu erwähnen ist, es gibt eine neue Matchstick-App, die sollte ab heute draußen sein. Wie gesagt, ich nehme das am Tag davor auf, deswegen im Moment ist sie noch nicht draußen, aber die sollte draußen sein, wenn ihr jetzt das Video schaut. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, würde uns wirklich unterstützen und macht und ermöglicht das Gewinnspiel. Und jetzt würden wir sagen, fangen wir an. Also so ist das Päckchen-Design. Die Spieler sind komplett die gleichen wie beim Video gestern. Lewandowski, Sancho, Ginter, Henning, Green und Brozinski. Von hinten sieht das Ganze so aus. 387 Sammelkarten steht da drauf. Starspielkarten in jedem vierten Pack, Clubkarten in jedem vierten Pack, Matchwinner-Karten in jedem sechsten und Club an 100 Karten in jedem 16. Limis in jedem 48. Bei 50 Päckchen pro Display sollte man mindestens eine Limi sollte hier drin sein. Wenn wir ganz, ganz viel Glück haben, auch eine zweite. Ich würde sagen, wir beginnen gleich mal. Am Anfang schauen wir uns ganz kurz das Design nochmal an. Ich gehe ganz kurz darauf ein, für die, die es noch nicht gesehen haben, für die alle Leute, die, sage ich mal, noch nichts von der neuen Serie gesehen haben. Einfach mal, und für die das sozusagen der erste Blick ist, und dann schauen wir mal. Club 100 haben wir gestern noch nicht gezogen, so viel kann ich spoilern, aber wir haben kranke Karten gezogen. Die Matchwinner sehen sehr, sehr cool aus, meiner Meinung nach, dieses Jahr. Und wir haben zwei 98er Karten bekommen, also schaut euch das Video von gestern auch an, aber jetzt haben wir erstmal ein ganzes Display, das wird schon Zeit in Anspruch nehmen. Hier haben wir Free Digital Pack. Ich werde jetzt nicht alle Codes zeigen, ich werde die auch selber mal einlösen. Vielleicht wird dazu auch noch ein Video kommen. Aber hier zeige ich es mal, man kann es aufmachen und dann ist da oben so ein Code drin. Die kann man entweder eingeben oder scannen. Und was interessant ist, hier ist das Ganze auch in verschiedenen Sprachen. Also in Englisch, in Polnisch, so sieht es aus. Und das ist irgendwas Asiatisches, vielleicht Chinesisch. Also dieses Jahr Bundesliga wahrscheinlich auch international groß vermarktet.
ist ja jetzt eigentlich auch neben der Champions League die größte Serie von Tops. Haben ja die Premier League nicht mehr. Und das ist das Base-Karten-Design. Das schauen wir uns ganz kurz an. Also wir haben, wie gewohnt, Abwehr, Angriff. Wir haben diese einzelnen kleinen Werte. Dann haben wir Marktwert, Sterne. Und ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Man sieht auch, wenn ich es gegen das Licht halte, das Detail, auf die Details wurde auch geachtet. Wir haben hier wieder einen Unterschied von der Textur, vom Feeling her, vom Spieler und vom Hintergrund. Der Hintergrund ein bisschen rau mit der Textur und der Spieler dann so glänzend glatt. Und dann im Hintergrund das Design ist ja nochmal aufgeteilt. Finde ich sehr, sehr nice. Von hinten sieht das Ganze so aus. Wir haben hier Position und Team, Match Attacks und ja, sehr, sehr cooles Design. Ich habe gestern schon gesagt, es könnte vom Design technisch auf jeden Fall die coolste Match Attacks Serie aller Zeiten werden. Das ist jetzt mein erster Eindruck. Es gab schon einige richtig coole Designs. Und ich will mich auch nicht zu weit aus dem Fenster legen mit bester Serie aller Zeiten, aber ich finde, ich bin ein sehr, sehr großer Fan dieser Serie und ich bin gespannt. Achso, und noch übrigens, es wird Multipacks und Blister wird es wieder geben, jeweils mit drei verschiedenen Limis. Und vom Preisinhalt hat sich nichts geändert, also 25 Karten für 5 Euro oder knapp 5 Euro, ich glaube 4,90, 4,95, 9,90, irgendwas. Dann gibt es eine Mini-Tin Starter Pack. Eine große Tin, glaube ich, gibt es nicht oder die kommt später. Auf jeden Fall sind erstmal Mini-Tin, Blister, Multipacks, das sind die ersten Produkte, glaube ich, die jetzt auch bald rauskommen werden, beziehungsweise draußen sind. Das nur noch als Info. Da haben wir Anthony Ucha, Posh, Ishak, Leiner und da haben wir Starspieler Zolinski. Zolinski, das sind die Starspieler, also ihr seht im Unterschied, der Name und die Werte glänzen ein bisschen und generell der Hintergrund hat so einen ganz dezenten Glanz. Nicht übertrieben, jetzt nichts super übertrieben glänzendes Shiny, aber ich finde, das ist einfach sehr, sehr geil. Erinnert mich ein bisschen an die Premier League Starspieler vom letzten Jahr, das habe ich auch gestern schon gesagt, die ich auch schon sehr, sehr cool fand. So, dann haben wir Andrich von Union Berlin. Die sind natürlich jetzt groß vertreten oder größer vertreten wie sonst. Zum ersten Mal in der Bundesliga, sehr, sehr nice. Bittencourt. Dann haben wir Marc-Oliver Kempf. Diaby, der Neuzugang von Leverkusen. Und da haben wir die Clubkarte von Borussia Dortmund, also unser erstes Logo. So sehen die dieses Jahr aus. Hinten ein paar Statistiken. So, lege ich mal hier so zur Seite. Und weiter. Und wie gesagt, wir sollten eine Limi hier drin finden. Mal schauen, wer das heute wird. Es gibt einige verschiedene. Schindler, Eihahn, Vogelsammer, Paulsen und Starspieler Timo Werner. Den haben wir gestern auch schon gezogen. 88 Angriff, richtig starke Karte. Sieht nice aus. Und hat er sich auch absolut verdient, die 88. So. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr von den Karten, von den verschiedenen Kartendesigns, von den Werten, von insgesamt. Würde mich richtig interessieren. Philipp Lienhardt, dann haben wir Boyata. Wo kam der her? Ich glaube Celtic. Auf jeden Fall früher bei City gewesen. Meiner Hummels mit 85. Ja, ich glaube, ist in Ordnung. Und Alessandro Schöpf. Und das ist die erste Matchwinner-Karte aus dem Pack-Opening. Ja, so sehen die aus. Ich habe gestern schon gesagt, an diese pinke Farbe muss man sich ein bisschen gewöhnen, meiner Meinung nach. Ich finde das eine interessante Wahl, Farbwahl. Aber mit diesem Glanzeffekt, diesem Shine-Effekt, den seht ihr ja auch, absolut geisteskrank. Ich feiere diese Karte, sieht sehr, sehr cool aus. Letztes Jahr waren sie grün, dieses Jahr sind sie pink. Ja, ist in Ordnung und ich wiederhole mich ein bisschen im Vergleich zu gestern, aber ich finde einfach stark, wenn die Basiskarten sind dieses Jahr so richtig dunkel und wenn dann die Matchwinner-Karten so richtig schön bunt und glitzernd sind, ist es einfach, sag ich mal, sehr, sehr schön und sieht bestimmt im Album auch gut aus. So, dann haben wir als nächstes Kabak, Philipp Max. Ja, über Werte lässt sich streiten. Letztes Jahr hat er ja noch den Club 100 bekommen, die für mich übertrieben war. 82 ist für mich auch noch ein bisschen viel, wenn man andere Spieler sieht, aber naja, Stefan Bell. Dann haben wir Haider von Osnabrück und Christoph Kramer, also unser erstes Base-Pack für dieses Jahr. So,
dann haben wir als nächstes Jans. Für mich, ich muss mich ein bisschen daran gewöhnen, dass jetzt Union Berlin und Paderborn hier so stark vertreten sind in der Bundesliga. Dann Dominik Kor, Zach Steffen, Mbabu und das nächste Logo mit Mainz. Weil Union, wie gesagt, zum ersten Mal überhaupt in der Bundesliga und Paderborn, ja, waren ja, glaube ich, ein Jahr beim letzten Mal in der Bundesliga. Trimmel, da haben wir Claudio Pizarro, dann Knöll, Leon Goretzka und Ante Rebic. Also hier, der beste Frankfurter in der Serie, 86 Angriff. Mich hätte es wirklich interessiert, wie viel Aller und Jovic bekommen hätten. Wenn sie noch bei der Eintracht wären. Rebic ist ja jetzt am Ende auch noch am Deadline Day gewechselt auf Leihbasis. Aber 86 natürlich absolut verdient. Starke Karte und mich freut es, dass er auch noch drin ist. Den gibt es übrigens auch als Limi im Multipack. Also wenn wir die Multipacks öffnen, da werdet ihr noch die Limi von dem da sehen. Wir haben was Grünes, Leute. Und da haben wir bisher im Video noch fast nicht drüber gesprochen. Oder sehr wenig, aber ihr werdet sehen, was ich meine. Modest, dann haben wir Bebu. Castel, 87, richtig kranker Wert. Weiser und wir haben die erste Club 100, Leute. Und die sind dieses Jahr so grün. Also letztes Jahr hatten wir grüne Matchwinner, dieses Jahr Club 100. Und ich finde es ein interessantes Design. Hinten steht auch groß Club 100, Club 100, Club 100, beziehungsweise 100 Club. Dann steht hier nochmal Club 100. Es ist Josua Kimmich, der für mich absolut verdient eine Club 100 Karte bekommen hat. Club 100 sind immer sowas, da lässt es sich drüber streiten. Ich fand letztes Jahr die Auswahl ein bisschen komisch. Teilweise dieses Jahr mit Pausen im Angriff. Bin ich mir auch noch nicht sicher, ob ich das so unterschreiben will. Aber Kimmich ist auf jeden Fall ein Spieler, das unterschreibe ich 100%, absolut verdient. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, welcher Verteidiger es sonst mehr verdient hätte als Kimmich. Ich glaube, keiner. 100 übrigens, falls ich es noch nicht mitbekommen habe. Also, stimmt. Die Club 100 Karten, es gibt 4 Stück. Jan Sommer im Tor. Kimmich. Jadon Sancho hat die 101-101 Karte und Pausen halt im Sturm. Ich finde, Sancho hat es sich absolut verdient. Ich finde, das geht in Ordnung. Ich hätte, glaube, Havertz hätte es meiner Meinung nach auch verdient gehabt. Also hätte Havertz die 101-101 bekommen, hätte, glaube ich, auch niemand was sagen können. Aber es konnte halt nur einer werden. Sancho hat es auf jeden Fall auch verdient. Wenn man die Statistiken mal von den beiden Spielen anguckt, absolut krank. Und im Sturm Werner Lewandowski hätten es wahrscheinlich mehr verdient gehabt, aber die hatten halt in den letzten Jahren auch schon welche und das ist halt auch die Sache. Ich finde es gut, dass Tops nicht jedes Jahr die gleichen Club 100 bringen. Zum Beispiel eigentlich, wenn man ganz nüchtern sagen muss, muss man eigentlich sagen, dass die letzten 4-5 Jahre muss eigentlich Lewandowski Club 100 jedes Jahr bekommen. Deswegen, also es wäre langweilig, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Franz Gieselmann, dann haben wir eine Taktikkarte, unsere erste Verletzung. Da weiß ich gar nicht, wie viel es Verschiedenes gibt. Aber ja, auch cool. Dann haben wir Konaté und Man of the Match, Matchwinner Sebastian Polter von Union Berlin. Ich versuche es natürlich jetzt immer ein bisschen schneller zu machen, aber das gehört einfach dazu, ein bisschen zu reden, meine Meinung zu sagen, weil sonst, ja. Serda, Kalou, Szybnowski, Modahut und Hertha-Logo. Und wenn ihr meinen Gelaber nicht hören wollt, dann könnt ihr auch Video auf stumm stellen. Da haben wir Niederlechner, Marin, dann Lucia, Strobel und Starspieler. Starspieler und das ist absolut verdient. Und, okay, das überrascht mich ein bisschen. Lewandowski nur eine 89. Werner hat eine 88. Gibt es einen Stürmer mit 90? Ich bin mal gespannt. Vielleicht wäre das der Jovic gewesen. Auf jeden Fall eine nice Karte. Lewandowski hätte jetzt eine 90 gewartet. Hätte er auch absolut verdient gehabt. Ich glaube, Alcacer, glaube ich, auch eine 87, soweit ich es gesehen habe. Oder 88. Ich weiß es nicht. Und Pausen, denn der Club bei 100 Grad hat 81 übrigens, zu eurer Information. Mamba,
Hasebe, Eggestein, Johannes Eggestein. Dann haben wir Pavlenka und Brooks. Also nächstes Base Pack. Dann Sebastian Polter, diesmal als Basiskarte. Und hier sehen wir auch von den Werten her, beim schlechteren Wert plus 5, beim besseren Wert plus 10. Das ist so ähnlich wie die letzten Jahren auch. Schaub, Belfodil. Dann haben wir Keita Ruel und Alfonso Davis. Also nächstes Base Pack. Dann haben wir Omar Mascarell, Zimmermann, Pissot von Karlsruhe, Dragovic und das Köln-Logo. Also soweit ich das jetzt mitbekommen habe oder bisher gesehen habe, gibt es nur Logos aus der ersten Liga. Die zweiten Liga-Logos werden mit Sicherheit kommen. Entweder, ich bin mir noch nicht sicher, aber ich glaube, es gibt Matchsticks Action wieder. Und entweder da oder spätestens dann bei Matchsticks Extra wird es dann die zweiten Liga-Logos geben. Bin ich mir eigentlich komplett sicher, war jedes Jahr so. Und es gibt keinen Grund, warum es nicht so sein sollte. Hünemeyer, Rekik, Gulde, Upamecano mit 84, starker Wert. Und Davy Klaassen von Werder Bremen hat eine 79 bekommen. Ihr könnt natürlich auch gerne zu den Werten wieder in die Kommentare schreiben. Also ich finde, insgesamt so, wenn man alle Spieler so zusammennimmt und miteinander ein bisschen vergleicht, haben sie es ganz gut hinbekommen oder kriegen sie es eigentlich jedes Jahr ganz gut hin. Es gibt halt immer noch einzelne Vergleiche, die ich persönlich anders gemacht hätte, aber das ist natürlich auch ja, ganz subjektiv. Kainz, Fernandes, Gomez, 79er bekommen, Götze und Boetius hat einen Matchwinner bekommen. Also hier für Mainz. Und jedes Team hat auch zwei Matchwinner übrigens, beziehungsweise zwei Matchwinner oder Club 100. Und ich gehe davon aus, dass es wie letztes Jahr dann wieder Match Action gibt und dann wieder einen extra Matchwinner. Ich glaube, so wird es sein. Stamboli, De Guzman, Osako. Da haben wir Baumann, der tatsächlich eine 88 hat. Okay, krass. Das ist Baumann, ja, Zakaria. Tops bezieht sich auch auf Statistiken, soweit ich weiß. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie die Statistiken sind. Ich weiß nur, dass... natürlich, ich bin auch... Hier haben wir Luca Waldschmidt, starke Karte. Ich weiß natürlich, dass ich auch... da natürlich super subjektiv und parteiisch bin, aber meiner Meinung nach war Kevin Trapp letztes Jahr einfach einer der besten Keeper in der Bundesliga. Hat ja auch, sag ich mal, das ist natürlich immer ein komischer Vergleich, aber hat eine 95er Team auf der Season Card auch bei FIFA bekommen und insgesamt war auch bei vielen Team of the Season und der hat 83 bekommen und Baumann 88, Pavlenka 85 finde ich in Ordnung. Gulaschi 87 finde ich in Ordnung. Was haben wir vorhin bekommen? Castells 87 im Vergleich, finde ich, der war gut, aber im Vergleich. Bürki hat zum Beispiel, glaube ich, nur eine 81 und der hat letztes Jahr wirklich eine starke Saison gespielt. Schalai. Dann haben wir hier die Zweitligakarte. Da haben wir gestern schon die Erstligakarte bekommen mit den Erstliga-Logos. Hier haben wir die Zweitliga-Logos. Dann haben wir Giavugi und dann Fortuna Düsseldorf. Das ist natürlich immer so eine Sache. Der eine sieht so, der andere sieht so. Vielleicht macht der eine guten Eindruck, aber die Statistiken sprechen gegen ihn. Ich weiß es nicht. Aber ich muss sagen, nicht der große Fan von Bürki. Ich finde, Dortmund mit den Ambitionen, die sie haben, brauchen sie einen besseren Keeper. Eigentlich, aber letztes Jahr fand ich, hat er so viele Spiele auch für sie, sage ich mal, gewonnen. Beziehungsweise viele Sachen gerettet. Und ich fand, letztes Jahr war Bürki, Trapp, Castells, waren eigentlich die besten Keeper so in der Bundesliga. Neuer ist natürlich auch gut. Der hatte halt verhältnismäßig, sag ich mal, für ihn hatte er ja schon bessere Saisons, aber der zählt natürlich auch noch zu den Besten dazu. Zum Beispiel Sommer war ich halt auch nicht. Der hat auch eine gute Saison gespielt, aber ich weiß nicht. McKennie, Fink, dann haben wir Testrot, Gnabry und dann haben wir eine Starspielerkarte von Kai Havertz. Und die feiere ich einfach auch. Kai Havertz auch ein Spieler. Absolut geisteskrank, in dem Alter so zu spielen. Mit den Statistiken. Ja. Richtig, richtig stark. Dann haben wir Moravec. Anvi Ajay.
Delrosun, Diekmeyer und Bender, Sven Bender. Ja, ich weiß, ich rede ein bisschen zu viel über die Werte, aber es ist halt, ja, das ist subjektiv, aber das ist halt was, was mir halt auffällt am Anfang. Flecker, Latzer, dann haben wir Florian Müller, Adams und Kaderabek. 87, starker Wert, Matchwinner-Karte für Hoffenheim. Und ich sage das natürlich auch, weil ich halt auch eure Meinung wissen will. Weil es kann ja sein, dass ich so denke und ihr denkt so. Also es gibt bestimmt viele, bei jedem Verein gibt es Spieler, wo sag ich mal, manche sagen, der hätte mehr verdient, der hätte weniger verdient. Risse, Friedel. Dann haben wir Manager-Karte. Dann haben wir Torgen Hazard, 87. Das ist zum Beispiel wieder im Vergleich. Torgen Hazard hat auch eine gute Saison gespielt. Ist jetzt zu Dortmund gewechselt. Hier haben wir noch das Gladbach-Logo. Aber hat der mehr verdient als ein Havertz? Hat der mehr verdient als ein... Ich glaube, Sanchos Basiskarte hat, glaube ich, auch nur 86. Ich weiß es nicht. Das sind halt so Vergleiche. Ich finde, Hazard, der hätte mit 83, 84 hätte eine gute Karte gehabt. So, ich weiß nicht. Ein bisschen überzogen. Gondorf, Sobotka, Klos, Wendt und dann haben wir Schwolo mit 82 Starspieler für Freiburg. Aber ich muss, wie gesagt, insgesamt, wenn ich mir alle Karten so anschaue, bin ich auf jeden Fall auch mit den Werten zufrieden. Sie sind nachvollziehbar, aber manchmal im Vergleich ist halt, ja, persönliche Einschätzung vielleicht ein bisschen anders. Boetius, Manuel Neuer 90, der hat die 90 bekommen. Alvarez und Klaus. Und 90 für Neuer. Er hatte auch schon bessere Saisons. Jetzt im Nationalteam ist jetzt auch die Frage, Neuer oder Ter Stegen. Aber natürlich ist es trotzdem meiner Meinung nach so, dass zum Beispiel Neuer 90 hat er verdient. Hätte er jetzt 88, 89 gehabt, hätte ich auch nichts gesagt. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht unverdient. Daniel Bayer, Touré, Gulaschi 87 bei dem auch verdient einfach. 87, der hat ein stark gespielt. Thomas Müller und Leute, da ist sie. Da ist sie, die 101. So sieht sie aus. Stark. Design der Club 100 gefällt mir. Ist auch wieder schön bunt. Genauso wie die Matchwinner-Karten auch. Und ich finde, das sollte auch so sein. Ich fände, wenn sie es mal so ganz gold machen oder so. Gold mit einem schönen Holo-Effekt oder so. Dann würde es, glaube ich, richtig edel aussehen. Also, aber so. Aber die Limis sind, glaube ich, wieder gold. Die sehen ganz gut aus. Denn beides Gold zu machen, wäre vielleicht dann falsch. Ja, auf jeden Fall eine schöne Karte, krasse Karte. Sancho 101 auch absolut verdient. Ist ja auch, 101 ist ja auch ein bisschen die Auszeichnung für ja, eine sehr, sehr gute Saison. Und die hat sich verdient. Schwede, Rashica, Kone, Leimer und das Union-Logo. Damit haben wir die Hälfte geschafft, Leute. Aber ich glaube, von der Zeit her sollte es jetzt ein bisschen schneller gehen. Eine Limi fehlt uns noch. Zichos, Hennings, Poirier, Weiser und Serge Gnabry. Der hat auch eine Matchwinner-Karte bekommen, okay. 95, starke Karte. Auch absolut verdient. Hier die KSC-Spieler, die haben anscheinend keine Bilder aus dem Spiel gehabt. Weil die haben beide nur so posiert. So, dann haben wir Nils Petersen, Schöpf, Ibisevic, Weiland und Josua Kimmich. Die Basiskarte 90. Ja, absolut verdient. Kimmich, muss ich sagen, hat eine sehr gute Saison gespielt und ich hoffe, er macht es weiter so. Khedira, Onisivo, dann haben wir Diamantakos von St. Pauli. Leon Bailey 82, der hat ja letztes Jahr eine Club 100 Karte und dann das Leipzig Logo. Bailey, der immer mal so Ups und Downs hat. So zum wirklichen Weltklasse-Spieler oder auch zum richtigen Top-Bundesliga-Spieler reicht es meiner Meinung nach nicht. Manche Spiele hat er dabei, da ist er wirklich da, aber die Konsistenz fehlt noch ein bisschen. Ritter, Marco Rus, Top-Form-Karte, also hier plus 10. Dann haben wir Lookman und Roussillon als Starspieler. Dann haben wir Felix Groß, Barkfrede, Staffelidis, jetzt bei Hoffenheim, Dorsch und Nico Schulz.
jetzt ja bei Dortmund. Schreibt mir in die Kommentare, was ist die beste Karte, die ihr bisher gezogen habt. Habt ihr auch schon eine Club 100 bekommen oder eine coole Limi? Würde mich interessieren. Cordoba, Kovnatski, Julian Green, der Coverstar, Stindl und Rashica als Matchwinner 85. Stindl 85 als Basiskarte, beträchtlich, aber ist auch ein guter Spieler. Und Gladbach hat ja auch eine gute Saison letztes Jahr gespielt. Abrashi, Schellbrett, Palsson, Maximilian Arnold und die Eintracht-Clubkarte, freut mich natürlich. Und ja, ihr höchster Sieg. 7-1, perfekt. Liest man natürlich gerne. So, nächstes Pack, da haben wir Burgstaller, Mateta, Zingerle im Tor von Paderborn, wobei ich glaube, Huth hat da bisher gespielt. Ich weiß aber nicht, ob Zingerle vielleicht verletzt ist oder so. Pavard und da haben wir Caligiuri als Starspieler. Da bin ich nicht so tief in der Materie bei Paderborn drin, ne, um zu wissen, wie das da mit dem Stammtorhüter ist. Aber ich glaube, ich kann mich erinnern, dass sie in den letzten Spielen Huth im Tor gestanden hat. Hovelo, Holtmann, Durm, Narey und Lucas Alario. Und, oh, Leute, seht ihr das Goldene? Die Limi ist am Start. Die Limi ist am Start. Schmiedebach, Nuri Sahin, Grüttner. Dann haben wir Kevin Kampel und Leon Goretzka. Ist die erste Limi, die wir dieses Jahr ziehen. Und die ist schön, Leute. Die ist schön. So ein bisschen orange. Orange-Gold, würde ich sagen. Kein reines Gold, sondern orangefarbiges Gold mit so einem Holo im Hintergrund. Ich muss sagen, letztes Jahr die Limis, die waren absolut top und ich weiß nicht, wie man die toppen will. Ich finde, die letztes Jahr sahen besser aus als dieses Jahr, aber dieses Jahr sind die auch sehr, sehr gelungen, sehr, sehr edel. 93 Verteidigung, 82 Angriff, natürlich absolut Top-Werte für Leon Goretzka. Ja, gefällt mir das Design. Mir gefällt das Design. Schreibt auch mal in die Kommentare, was ihr findet von den Limis. Ja, gefällt mir. Aber wie gesagt, letztes Jahr mit diesen Kästen im Hintergrund mit den anderen Bildern und so. Die waren schon. Die Limis letztes Jahr, die waren schon geil. Festret, Brené und Meisterschale. Da bin ich dann gespannt. Gibt es die dann. Ich würde mal davon ausgehen, dass es die dann nächstes Jahr, dieses Jahr nicht als Limi gibt. Sonst gab es die Meisterschale ja immer als Limi. Jetzt als normale Karte. Wir haben ja eben, wir haben schon diese Karte bekommen. Wir haben schon so eine Karte mit dem Bundesliga-Logos oder ersten Bundesliga-Logos bekommen. Das hier ist die P4. Das hier ist die P2. Okay. Mal schauen, was es noch für Karten gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass es 9 verschiedene gibt. Dann könnte die erste Seite so voll sein. Pisscheck 88, das ist auch wieder so ein Wert. Ich weiß nicht. Da habe ich gestern schon was zu gesagt. Ich finde, Pisscheck ist ein guter Spieler. Und der hat es auch verdient, ein 80er zu sein, aber mit 88 ist er hier mit der beste Verteidiger der Bundesliga und da sehe ich ihn auf jeden Fall nicht. Da haben wir die Bayern-Clubkarte noch dazu. Aber wie gesagt, ist auch wieder so, ich weiß nicht, so ein persönlicher Eindruck, aber ich gucke halt auch nicht genug Dortmund. Ich gucke nicht jedes Spiel über 90 Minuten, ich kann es nicht 100% beurteilen, aber ich finde es ein bisschen hoch. Da haben wir Jung hier von den Bayern gekommen, glaube ich. Zu Freiburg, Stöger. Dann haben wir Männel für Aue, Neuhaus und Finn Bogason. Hinten so ein bisschen Bronze bei den Augsburger Starspieler. So, also ein paar Päckchen haben wir noch, aber das meiste haben wir schon geschafft. Absolut kranke Karten. Ich freue mich auf die neue Saison, beziehungsweise dass sie wieder begonnen hat. Bin über Raman, Lecky, Lute, Wechhorst und Marlon Ritter als Matchwinner für Paderborn. Wechhorst 84, ja, ist in Ordnung. Wechhorst letztes Jahr auch eine gute Saison gespielt für Wolfsburg. Und ich glaube, wir haben schon wieder eine Club 100. Da ist wieder Gold. Ich weiß gar nicht, ich muss mal schauen. Club 100, die im 16. Ja, da sollten wir so 3-4 bekommen. Iago für Aue. Für Aue, Augsburg. Quaison. Wahl
Renato Sanchez, ja mittlerweile bei Lille am letzten Spieltag noch gewechselt. Und da haben wir unseren dritten Club erinnert, Jan Sommer. Also wie angekündigt, Jan Sommer, der Torhüter. Jetzt fehlt noch Yusuf Paulsen. Jan Sommer, ich weiß nicht, ist ein guter Torhüter. Und bei Sommer will ich nicht sagen, dass er unverdient hat. Bei Paulsen will ich auch nicht unbedingt sagen, dass es unverdient ist, aber im Vergleich zu den anderen Spielern, die es so in der Bundesliga gibt, verstehe ich es halt, die waren halt nicht so. Sousa, Filip Kostic, bei dem ich auch, der muss eigentlich 5 Sterne haben nach der Saison letztes Jahr und wie er auch dieses Jahr wieder spielt. Linzmeier, Bellarabi und das Bremen-Logo, weil Kostic ist halt ein Spieler, ich sehe jedes Spiel von der Eintracht über 90 Minuten und ich weiß, wie krank der ist. Und das, bei dem ist halt auch wirklich, das ist halt wirklich ein Spieler, wo ich halt sage, das ist nicht nur, weil es ein Eintracht-Spieler ist, feiere ich ihn. Es gibt hier genug andere Eintracht-Spieler, wo ich zum Beispiel ein De Guzman oder ein Touré, die hätten nicht unbedingt so hoch bewertet werden müssen. Aber ein Kostic, ja. Prömel, Moisander, Edmundson, Forsberg und Kramaric. 88, absolut. Der hat auch eine starke Saison letztes Jahr gespielt. 88 Starspieler, auch wieder sehr, sehr stark. Auch nicht unverdient, würde ich sagen. Natürlich auch im Vergleich wieder gleicher Wert wie Werner. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich da Kramaric 87 gegeben, Werner 88, dann hätte es gepasst. Essibue, Vogt, Anton, Guerrero und Hofmann. Und ich, eigentlich, es geht auch hier um die Karten. Die Karten sehen einfach krank aus. Aber ja, es entwickelt sich immer darum, dass es um die Werte geht. Günther, Karaman, Wolze, Knoche und Matchwinner Risse für Aufsteiger Köln. Aber Leute, ich kann euch versprechen, versprechen will ich es euch nicht, aber die nächsten Pack-Openings, es gibt noch einige, wenn die ganzen Produkte rausnommen, Ball ist in der Bundesliga und so weiter, und da geht es ja nicht mehr so um die Werte. Aber am Anfang, wenn man die Karten zum ersten Mal sieht, dann ist halt ein erster Eindruck, Plattenhardt, Bürki, hier haben wir es, Bürki 81, Castells 87, Baumann 88, ich weiß nicht, Tolisso und Leverkusen. Oder zum Beispiel auch eine Karte, die ich nicht so verstehe, ist Yvonne Dika, habe ich gesehen, von der Eintracht. Wahrscheinlich, wenn ich es jetzt beschreie, kommt er auch gleich. Habe ich auf eBay gesehen, glaube ich, ein Bild. Der hat 65, glaube ich, nachdem er 39 Pflichtspiele für die Eintracht letztes Jahr gemacht hat. Im Schnitt, glaube ich, 82 Minuten oder 83 Minuten, also fast immer so durchgespielt oder viel gespielt. Absolut krank gespielt, Marktwert irgendwie auf 25 Millionen. Und der hat im Vergleich zu seiner Matchtag Shooting Star Karte, hat er von 67 auf 65 einen Downgrade bekommen. Ja, ich weiß nicht. Das sind so Werte. Marco Reus, 90, absolut verdient. Natürlich, der hat auch eine kranke Saison gespielt. Ich glaube, der hätte auch eine Club an 100 Karte verdient gehabt. Aber vielleicht geht es dann am Ende auch. Wer hat schon mal, wenn Dings, Reus hat schon öfter eine Club an 100 Karte gehabt. Zum Beispiel Kevin Trapp hat auch schon eine Club an 100 Karte gehabt. Wobei ich jetzt nicht sagen muss, Kevin Trapp hätte eine Club an 100 Karte bekommen müssen. Ich denke, ein Gulaschi zum Beispiel, hätte man zum Beispiel 100 geben können, im Sturm jemand anderen. Ja, aber das ist nur meine Meinung. Strodig, Gacinovic, Nübel. Da haben wir hier die Bundesliga-Karte, die, von der ich schon geredet habe. Also hier Bundesliga- und Zweite-Liga-Karte haben wir jetzt beide gezogen. Und Klostermann. Klostermann 75 als Nationalspieler. Hätte das zum Beispiel auch. Klostermann im Vergleich zu Piszczek. 75 zu 88. Ist halt immer so Vergleiche. Subotic, Gelassi, Hübner. Dann haben wir Murufka. Also ich glaube, die Zweitliga-Mannschaften haben jeweils 3 Karten. So wie ich das jetzt so an Wiesbaden, da habe ich mir ungefähr gemerkt, wen die bekommen haben. Wen wir bisher bekommen haben, Delaney. Also ich glaube, jede Zweitliga-Karte, Zweitliga-Team 3 Karten, so wie ich das jetzt so auf die Schnelle rausgefunden habe. Drexler, Morales, De Carli, Johnson. Und Freiburg und das letzte Pack, Leute. Jetzt entscheide ich nochmal, haben wir übertrieben Luck gehabt und ziehen nochmal eine Limi, aber ich glaube es nicht. Mainz, gibt es eine Limi? Wahrscheinlich, wenn ich es jetzt so ankündige, ist es jetzt ein Basepack oder so. Heinz, Darida, ich glaube es ist wirklich ein Basepack.
Gikiewicz, William und nein, es ist kein Basepack, Starspieler Levin Öcunali für Mainz 05. Also das ist unsere Ausbeute aus 50 Päckchen Match Attacks 19, 20 Karten. Absolut krank, ich bin absolut überwältigt. Ich freue mich einfach, dass es wieder losgeht. Ich finde das Kartendesign absolut übertrieben geil. Sind schwarz. Ich würde euch vorschlagen, dass ihr, wenn ihr die Päckchen öffnet, habt euer Album bereit, macht die gleich ins Album, weil aus der Erfahrung von den letzten Jahren von der Premier League Serien, die waren ja öfters mal so blau, schwarz, lila so, und da war es teilweise so, wenn man die Karten wirklich zu oft, sag ich mal, rumliegen lässt und irgendwie erstmal stapelt und sortiert und alles, teilweise sind dann die Ecken bisschen hier, hat man ein bisschen so weiße Stellen gesehen. Aber ich muss sagen, hier bei den Karten, vielleicht hat auch Topps irgendwie, sag ich mal, die Karten überarbeitet im Vergleich zu den englischen, sieht es besser aus. Sieht es auf jeden Fall besser aus. Bei den anderen gab es teilweise schon, wenn man die geöffnet hat, von hinten, hier sieht man ganz leicht, aber das meine ich nicht, hat man teilweise schon, wenn man es aus dem Päckchen rausgenommen hat, hat man teilweise schon von der Produktion ein paar Stellen gesehen. Hier ist es gar nicht so. Also, ich will nur sagen, bisschen vorsichtiger beachten, sieht man halt mehr als bei weißen Rändern. Und das ist unsere Ausbeute an Matchwinnern. Ich gehe die jetzt ganz schnell nochmal durch. Risse, Ritter, Rashica, Gnabry, Kaderabek, Boetius, Polter und Schöpf. 4, 6, 8 Stück haben wir jetzt bekommen aus 50 Spöcks. Ja, müsste glaube ich von der Quote so stimmen. Erste, zweite Liga, erste Meisterschale. Dann haben wir unsere Limi bekommen. Leon Goretzka. Schickes Design. Marco Reus gibt es übrigens als Limi im Starterpack. Das wird auch noch auf unseren Kanal kommen. Und dann haben wir drei Club 100. Jan Sommer, Jadon Sancho und Joshua Kimmich. Absolut krank. Ich glaube, mit den Paulsen ist halt einer, wo ich nicht so hinterstehe. Bei Club 100, bei den drei ist es in Ordnung. Bei den beiden 100%, bei Sommer ist okay. Okay, ich weiß gar nicht, Sommer haben wir, glaube ich, nicht gezogen. Ich weiß gar nicht, was der als Basiskarte hat. Aber ich glaube, Sancho hat 86, 87, Kimmich hat 90, Pausen hat 81, ja. Ja, das war's auf jeden Fall von mir für heute. Abonnieren nicht vergessen, Däumchen nach oben wäre auf jeden Fall geil. Wie gesagt, ihr könnt unterschriebene Matchtracks-Karten gewinnen. Und ja, smash die Likes. Abonnieren nicht vergessen, falls ihr neu seid. Wie gesagt, die nächsten Wochen, Tagen und Wochen kommen noch Starter-Pack, Multipack, Blister und so weiter. Checkt auch die neue Bravo Sport ab, da gibt es auch ein Matchtracks-Päckchen. Ich weiß noch nicht ganz, ob es da schon eine Limi gibt oder erst bei der nächsten Ausgabe, aber da gibt es sowas. Und ja, das war's von uns. Checkt auch unseren Instagram-Account ab, ist der erste Link in der Videobeschreibung. Folgt uns dort und da werdet ihr immer als erstes erfahren, in welchen Zeitschriften es Limis gibt, in welchen Produkten es was gibt und wenn neue Karten und Päckchen sowas rauskommen. Und dann sehen wir uns bald wieder hier bei Bus United. Ciao.